Wie ist das Grundbuch aufgebaut? Das Grundbuch hat mehrere Abteilungen, und zwar genau drei, und ein Deckblatt. Auf dem Deckblatt ist erstmal beschrieben, welches Amtsgericht ist zuständig und welches Grundbuch ist es. Beispielsweise kann es das Amtsgericht Kaiserslautern sein, aber auch ein Grundbuch, das abweichend ist vom Kaiserslautern, je nachdem, welcher Bereich dafür zuständig ist. Dazu gibt es noch die Blattnummer. Die Blattnummer ist wichtig, weil eben, ne, das Grundbuch ist tatsächlich wie ein Buch. Und auf dem Blatt 5033 ist die Wohnung oder das Grundstück mit der Flurstücksnummer, das ist auch noch ein Teil, also wo befindet sich das Ganze, einfach aufgeschrieben. Und dann in diesen oder innerhalb dieser drei Abteilungen sind dann auch einzelne Dinge geregelt, wie beispielsweise Miteigentumsanteil, Grundstücksgröße, wie hoch ist die Kreditbelastung, gibt es noch weitere Menschen, die irgendwelche Rechte dort eingetragen haben, wer ist überhaupt Eigentümer. All das kann man daraus lesen. Am besten schaut man sich das Ganze mal an, da gibt es auch online schöne Bilder, und wenn man dann eine Erklärung braucht, meldet euch gerne. Das ist kein Thema.